Frictional Games. Herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Amnesia The Bunker, bei dem, ja, wir... Ich habe keine Ahnung, es verschlägt uns in einen verlassenen Zweite Weltkriegsbunker. Wir müssen allerlei Werkzeuge, aber auch Waffen finden und vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass uns niemals das Licht ausgeht, weil in der Dunkelheit lauert der Schrecken. Ich würde sagen, wir stürzen uns mal hinein in ein neues Spiel und nicht vergessen, beim Angespielt stelle ich euch ja maximal 45 Minuten lang, es ist eine Lüge, aber es ist, ich sag das jetzt einfach mal so, 45 Minuten ein Spiel vor. Hoffe, ihr bekommt einen anständigen Eindruck davon und ihr könnt dann auch mal selbst euch ein Bild davon machen und im Zweifelsfall dann bleibt eben auch noch mal ein bisschen was zu spielen für euch übrig, denn selber spielen macht glücklich und genug gequackelt, wir stürzen uns mal hinein ins fröhliche, singende, klingende Abenteuer. Ich hoffe, ihr habt euch alle, ja, einen frischen Schlüppi angezogen. Keine Ahnung. So, Speicherplatz Nummer 1 ist mir immer lieb. Wir tun einfach mal so. So, verwende die Bewegungstasten, um dich zu bewegen. Ja, nichts leichter als das. Warum? Ich denke, der Bunker ist verlassen. Da brennt Licht. Irgendwer hat uns versorgt anscheinend. Zumindest unsere Wunden. So, warte mal. Wir gucken mal hier in diesen Sack rein. Den können wir nur nehmen. Wir können den nur packen. Das ist aber ein bisschen langweilig. So, ich dachte, wir könnten den aufmachen. Wir könnten den durchsuchen und schon mal gleich irgendwie, keine Ahnung, zumindest ein nasses Handtuch. Dann nehmen wir das, machen vorne einen Knoten rein und dann gibt es die dicksten Arschbackenschellen, die man sich vorstellen kann. Hier ist nochmal irgendwas. So, okay. Was mit unserer Hand? Sehr merkwürdig. Okay. Dr. Josinski, Ursache der Amnesie, 10. Juli 1916. Okay, also nicht Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Nach den Ereignissen am 9. Juli begab sich Schütze Clément in ärztliche Behandlung. Seine Effekten befinden sich im Lagerschrank. Der Patient befindet sich weiterhin in einem leichten Koma. Er reagiert auf Reize, allerdings nur kurz. Bei seinem letzten Aufwachen hatte er keinerlei Erinnerung an die jüngsten Ereignisse und konnte sich kaum auf seinen eigenen Namen besinnen, was vermutlich an der Schwere der erlittenen Kopfverletzungen liegt. Die Überwachung des Patienten wird fortgesetzt. Sollte sich sein Zustand innerhalb einer Woche nicht bessern, empfehle ich zwecks Durchführung neurologischer Untersuchung die Verlegung nach Saint-Étienne. Gezeichnet Dr. Josinski oder Josinski? Okay, so, Inventar. Wir haben gar nichts. Wir haben überhaupt nichts. Gerade aus dem Koma aufgewacht. So, wir müssen an unseren Schrank ran. Da sind noch unsere Habseligkeiten. Wir könnten hier
Ich lass mal an. Wenn Licht ja das Einzige ist, was diese merkwürdigen Kreaturen der Finsternis von uns weghält, so, dann mache ich hier... Dann mache ich hier definitiv... Warte mal. Und bewege dann die Maus. Ach, ziehen! Hallo? Hallo? Hier ist nichts, da ist nichts, dort ist nichts. Hier ist nochmal... Wir können das irgendwie werfen. Wir haben hier eine Schere. Was ist denn... Ich habe keinen blassen Schimmer. Warum sollte ich das werfen können? Da ist es schrecklich düsterlich. Hier ist es wirklich schrecklich düsterlich. Hier ist das gerade, was ich geworfen hatte. Hier... Hallo? Hallo, ist da jemand? Ja, keine Ahnung. So, hier ist ordentlich abgeschlossen. So richtig abgeschlossen. Hier könnten wir mal aufmachen. So, warte. Die Tür geht nicht auf. So, wir haben hier unsere kleine Funzel. Die können wir mit F hervorholen. Oder sie wegstecken. So, dann haben wir noch mal ein Zettelchen. Die Tür. Dankeschön, kann mal offen bleiben. Können wir hier nochmal reinlinsen? Hier haben wir... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum? Hallo? Es ist einfach nur... Keine Ahnung, eine kleine Blechschüssel. Ich lasse sie hier. Kann ich... Jetzt geht's doch auf. Dann haben wir hier noch irgendwie, irgendwo, irgendwas... Irgendwas von Wert. Irgendwas von Nutzen. Einen Hammer. Für diese Kette zum Beispiel. Wir haben hier überhaupt nichts. Rein gar nichts. So, halte F gedrückt, um die Lampe aufzuladen. Achte aber darauf, nicht zu viel Lärm zu verursachen. Das ist so eine Lampe. Ihr wollt mich doch wohl alle verarschen. Oh, das wird zu finster. Oh, das wird zu schrecklich. So, komm hier, steck weg das Ding. Hier ist eine Fotografie. So, warte mal, wir könnten nochmal reingehen. Yes. Da kommt gerade aus dem allseits beliebten Moorbad. So, da läuft einfach noch ein bisschen, weißt du, die braune Soße runter. Das ist alles überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Es ist, Ach, Mensch, ey. So. 9th July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body. Ja, warte mal. So, 9. Juli, 17 Uhr. Ich durchleide Höllenqualen. Sie lähmen meinen Körper, meinen Geist, meine Seele. Diese Sache, die ich getan habe, diese Tat, meine Tat. Es wird gerade gegessen. Schon der Gedanke daran, Nahrung zu mir zu nehmen, fiedert mich an. Okay, gut. So, sehr schön. Okay, Fotos. Hätten wir jetzt noch irgendwas mit den Fotos machen können? So, hier? Nee, kann man nicht drehen, kann man nichts machen. Man kann sich nur das, Das hübsche An... Oh, das geht auch. Das hübsche Anglitz des jungen Mannes kann man sich da angucken. Können wir? Wir können! Da ist noch eine schöne Notiz. Ich mache mal hier wieder zu. Ja, sehr schön. Hier ist nichts und hier ist auch nichts. Mann, wie energisch ihr die Schubladen auf und zu reißt quasi. Der kurz mal dahin. Dann könnten wir hier... Ich muss sie jedes Mal wieder neu aufladen. Hallo? Ich nehme das mal an mich. Hier war doch irgendwo was. Entschuldigung. Er tut mir leid. Was zum Henker ist denn? Die sind von oben gekommen.
Die sehen aber so verbrannt aus. Warum zum Henker? Warum sind die hier alle so? Und auch in verschiedenen Stadien irgendwie der Verkokelung. Alter, dieses Ding. Ja, das wird ja ein Träumchen. Das wird echt ein Träumchen hier mit der Taschenlampe. So, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal fröhlich weiter. Da ist ein Schloss dran, ne? Das kriegen wir noch nicht auf. Beziehungsweise, wir brauchen dann Schlüssel. Da geht's einfach nur tiefer in den Bunker rein. Das ist ein Traum. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Zumindest ist es hier noch irgendwie Licht. Ein bisschen zumindest. So, hier ist ein schönes großes Loch. Das muss mich da drüben aus. Muss mich überhaupt gar nicht kümmern, dass da ein großes Loch in der Wand ist. Das sind keine Gruselmonster, die da irgendwie rauskrauchen. Und jeden schnappen, der davor steht. Es ist alles überhaupt kein Problem. Wir sollten nicht so viel Lärm machen, habe ich gehört. Ist immer schön hier mit dem... Gab's rote Grütze zum... Gab's rote Grütze zum Armbrot. Ein Traum. Die Tür ist... Was? Wer? Wo? Hallo? Da liegt jemand. Ich mach mal kurz ein bisschen dicht. Für euch, nur für euch. Ich brauch das ja nicht. Hallo? Okay. You want to escape? You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit! That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off. Please. I want to die at the hands of a water soldier, not that monster. Was soll ihn? Get it. Do the job, please. Alter, in der Speisekammer. In der Speisekammer liegt Munition. Ich soll ihn erschießen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe überhaupt gar keine Lust, dich zu erschießen. Hier da drinnen, kann das sein? Vielleicht. So, Häkchen auf, Kläppchen auf. So, halte er gedrückt, um zu prüfen, über wie viele Kugeln du verfügst. So, das nehme ich mir auch noch. Hier ist nichts mehr drin. So, R. Okay. Ach, das ist wieder ein Spaß. Ich habe zwei Kugeln. Es waren zwei. Mach mal. Ich wollte gerade sagen, Herr Hauptmann, ich habe zwei Kugeln. Eine für Sie und eine für mich. So ein Traum. Es waren zwei Packungen. Es waren einfach verdammte zwei Packungen. Und da sind nur zwei Kugeln drin. Was ist das? Nee, das ist keine Munition. Das ist auch keine Munition. Scheibenkleister. Ich hasse alles, ich hasse alles, ich hasse alles, ich hasse alles, ich hasse alles. So, hier sind natürlich auch noch wieder diese beiden Löcher. Da ist eins und da drüben war auch eins. So. Ich geh mal hier lang. So, jetzt haben wir eine Waffe, aber eigentlich bringt die uns auch überhaupt nichts. Es ist doch... Die Tür ist... Ist die Tür abgeschlossen oder tut sie einfach nur so? Weil ich wieder zu doof bin, um die aufzumachen. Da kann man überhaupt nichts... Man kann... Geht nicht. Ist zu. So, heißt also. Oh, Scheiße.
Das ist sehr unangenehm. So, drücke R, um den Revolver zu ziehen oder ihn wegzustecken. Sehr schön. Ich habe das Gefühl... Alter, das war laut. Da ist ein Stift. Hier ist irgendwas. Ich sollte rennen? Ich habe keine Ahnung, ob ich rennen sollte. Ich mach mal hier zu. Einfach so, weil ich es kann. So. So, hier ist noch ein Kanister. Hier ist Benzin. Ich habe keine Ahnung, warum wir Benzin brauchen. Die Lampe könnte irgendwie ein paar Sekunden länger halten und vielleicht auch ein kleines bisschen heller sein. Das wäre echt ein Traum. Hier ist sonst gar nichts. Ah, da geht's zum Arsenal. Aber wo geht's zur Ausgrabungsstätte? Verdammte Axt. Vielleicht darunter? Wer weiß, wer weiß. So, hier gibt's noch ein Briefchen. Hier ist sonst nichts, da ist nichts. Ich guck mal nochmal hier. Bevor wir uns das Briefchen angucken, guck ich nochmal hier rein. Hier ist rein gar nichts drin. Da ist rein gar nichts drin. So, gucken wir uns mal das Briefchen an. Das ist hier. Das ist die Übertreibung des Jahrtausends. Eine handbetriebene Lampe. Sie erzeugt einen annehmbaren Lichtkegel. Erfordert aber unablässiges, lautes, monsteranlockendes Kurbeln. So, Notizen. Ja, nee, doch, ja. Hier, Doktor. Ach. Ratten- und Leichenverbrennung. Neuigkeiten für das gesamte Personal in der Medizin- und Leichenhallen. Das Rattenproblem ist leider nicht besser geworden. Sie fallen über jede Leiche her und beißen sogar die Verletzten. Verbranntes Fleisch hingegen scheint sie nicht zu interessieren. Also müssen wir eine neue Richtlinie einführen. Die Leichen aller verstorbenen Soldaten sind ab sofort zu verbrennen. Ich habe mit Pater Dre über diese Angelegenheit gesprochen. Er wird die Verstorbenen gebührend segnen. Ihre Überreste werden für ihre Familien aufbewahrt werden. Das alles ist nicht ideal und bedrückt mich zutiefst, aber die Toten zu verbrennen scheint die einzige Möglichkeit zu sein, uns die Ratten vom Hals zu schaffen. Wir haben keine andere Wahl. So, Unteroffizier Renard. So, 14. Juli 1916, Leichnam von Unteroffizier Renard. Zahlreiche Einwirkungen scharfer Gewalt, Thoraxhöhle in Fetzen gerissen, jede einzelne Rippe gebrochen, offener Schädelbruch, verursacht durch Mehrfacheinwirkung stumpfer Gewalt. Wer hat ihm nur das nur angetan? So... Das ist ein Traum. So, sehr schön. Was ist das hier? Hundemarke? Nee, wir haben hier noch ein Zettelchen. Hier drüben. Ach, schalte diese Lampe ein, um deinen Fortschritt zu speichern. Ah, sehr schön. Cool. Und sogar eine Karte. Das ist ein Träumchen. Wir könnten... Ist so eine Art Safe Room quasi. Sehr schön. Sehr nett. So, wir sollten... ist die Hauptkarte des Bunkers. Je weiter du in der Geschichte voranschreitest, desto mehr Ziele und Einzelheiten zeigt sie. So, ausgezeichnet. Da geht's zum Weinkeller. Da möchte ich hin. Sehr schön, sehr schön. Ist auch eine schöne Sackgasse. Ich habe noch eine Kugel. Vielleicht filmen wir auch noch eine Flasche. Das wäre ein Traum. So, wir sind da im Behandlungszimmer anscheinend. Da bei dem roten Pups. Und wir kommen gerade... Von wo kommen wir denn gerade? Ach, aus der Medizin kommen wir gerade. Von da oben. Ah, okay. Na gut. Unter uns wären jetzt quasi die Offiziersquartiere. Zur Umkleide. Das Gefängnis. Soldatenquartiere. Arsenal. Und die Wartung. Okay. Okay. Nun gut. Dann könnten wir hier hoch.
Da sind wir gerade aus diesem... Nee. Hä? Wo sind wir denn gerade hergekommen? Wenn wir das da sind... Wir sind doch gerade eine Treppe runtergekommen. Wir sind doch da, aus dem Generatorraum sind wir gerade gekommen. Wirklich? Wo ist die Tür? Egal. So, sehr schön. So, wir haben gespeichert. Alles schön, alles schick, alles cool, alles geil. Da drüben ist anscheinend niemand. Große Frage. Erstmal hier runter zum Generator. Der Generator ist ja gerade... Hallo? Ein bisschen ausgefallen? Du kannst den Generator einschalten, indem du Benzin in seinen Tank füllst und den Hebel umlegst. Boah, ist das mies. Man muss durch den Bunker krauchen, Benzin finden, hierher wieder zurückkommen, das da reinkippen, damit man Licht hat. Damit man nicht aus jeder dunklen Ecke irgendwie schön weggesnackt wird. Das, ne, ich... Wie lange hält so ein Kanister? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist noch eine Uhr. Wir nehmen die Uhr an uns. Hier ist eine Hundemarke. Der hat sich nur beim Rasieren geschnitten. Ach nee, der wollte sich hier so eine schöne Kondensmilch aufmachen. Da ist ihm natürlich... Naja, hat er ein bisschen Problemchen gehabt. Oh... Okay, Frilou. Vergiss nicht, dir die Rückseite der Erkennungsmarken anzusehen. Ansonsten entgeht dir die Kombination und du musst sie erneut einsammeln. Vielen Dank, Spiel. Dankeschön. Oh, ist es auf? Ah, jede Kombination, die du entdeckst, wird im Kombinationsbereich deines Inventars vermerkt. 6171. Okay. Vielen Dank. Danke, Spiel. Hier ist noch mehr Benzin. Mein Inventar ist voll. Wo kann ich das Benzin reinkippen? Kann ich das hier reinkippen? Oder wie geht das? Wie tue ich? Hier? Dorten? Anscheinend. So, wenn ich den jetzt nehme... Halte, okay, gedrückt, um einen Gegenstand bereit zu machen. Und drücke anschließend, um ihn zu benutzen. So schön. Wir drücken. Und jetzt benutzen wir ihn. Ah, okay. Das war's schon. Kommen gleich in den nächsten. Wir kippen alle rein. Die 20 Milliliter. Die kippen wir jetzt rein. Haben wir nicht noch einen? Komm hier. So, warte. Warum nehme ich überhaupt die Waffe in die Hand? Es ist total stulle. So, eine Kugel. Das ist, ich weiß auch nicht. Eine einzige Kugel. Wir kommen immer noch nicht darüber hinweg. So, das mal kurz wegpacken. Dann ziehen wir jetzt hier an diesem Hebel. Dann schmeißen wir jetzt den Generator an. Ich habe noch einen. Hier, mach alles voll. Wir brauchen unser Inventar. Müssen wir halbwegs leer halten. So, damit wir auch immer schön alles mitnehmen können. Die Lampen leuchten wieder. Ich habe keine Ahnung, für wie lange. Das Seil sollte ich mir mitnehmen. Das ist sehr verlockend. Das ist wirklich sehr verlockend. Ich mache mal wieder ein bisschen Licht an. Auch wenn wir jetzt den Generator eingeschaltet haben, ein kleines bisschen mehr Funzel ist wahrscheinlich nicht verkehrt. So, ich habe keine Ahnung, was ihn da so weggesnackt hat. Außer die Kondensmilch und seine Gier irgendwie, obwohl er keinen richtigen Dosenöffner hatte. Aber, was war das gerade, bitteschön? Ich habe keine Ahnung. So, Baptiste. Hier ist nichts drauf. Hier ist noch eine große Kiste.
In diesem Kasten kannst du Gegenstände aus deinem Inventar ablegen. Ah, okay, gut. Diese Uhr zum Beispiel. Eine Taschenuhr mit eingebauter Stoppuhr. Lässt sich mit dem Generator synchronisieren, um was? Um sehen zu können, wie lange der Treibstoff noch reicht. Beziehungsweise, machen wir so. Ach du grüne Neune. Ich sollte nochmal runtergehen. Reicht das? Ist das so? Ich habe keinen blassen Schimmer. So, warte. Und da können wir zumindest gucken, wie lange uns das Licht dann noch hold bleibt. So, dann speichere ich ihn nochmal ganz kurz. Einmal ganz kurz, vielen Dank. Und tue ich ihn mal hier wieder auf. Scheibenkleister, ich hab's vergessen. Ach nee, Quatsch. So, warte. Hier einmal kurz zurück. Einmal kurz hier. Kombination. 6171. Ach, nicht 71. Also, ja, okay, gut. So. 6171. Nee, da lang. Sehr schön. Vielen Dank. Nee, jetzt ist offen. So, wir wollen... Wo wollen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung. Das ist dunkel und all. Da ist schön sonnig und hell. Ach, Exit. Ausgang. Das Spiel hat gleich ein Ende. So, ich nehme die Beine in die Hände. Dann komme ich hier raus. Und aus ist es mit dem Kraus. Es ist doch... Na gut, ja, ist natürlich, der Eingang ist versperrt. Wir brauchen ein bisschen Dynamit. Wie zur Hölle komme ich hier raus? So, ich habe schon seit Stunden keinen anderen Menschen mehr gesehen. Vielleicht bin ich der Letzte. Für den Fall, dass da sonst noch jemand ist, hinterlasse ich diese Notiz. Wenn du dies liest, verschwende keine Zeit. Dies ist der einzige Ausgang, der einzige Ausweg aus dieser von uns selbst geschaffenen Hölle. Ich bin mir unsicher, was sie da ausgegraben haben. Nun gut, er wurde mittels Explosion zum Einsturz gebracht. Nun muss er aufgesprengt werden. Verschwende keine Zeit mit Graben. Das führt zu nichts. Du musst sprengen. Ja, das haben wir jetzt auch verspannen. So, das Dynamit befindet sich in der verriegelten Waffenkammer. Der Zünder liegt irgendwo unten in den römischen Tunneln. Römische Tunnel. Tiefer in der Hölle. Ich mache mich jetzt auf den Weg, um mir beides zu besorgen, bin aber, naja, hab's leider nicht geschafft, aber auf dem Weg da unten hin wirst du meine verstümmelte Leiche für ein bisschen Gruseleffekt finden. Ich will es wenigstens versuchen. So, obwohl ich nicht weiß, ob du überhaupt existierst, bete ich für dich, bitte erweise mir den gleichen Gefallen. Wenn wir dich finden, ja, dann, keine Ahnung. So, wir haben gerade ein neues Ziel entdeckt. Ziele werden auf deinen Karten eingezeichnet. Notizen, die Ziele beinhalten, werden in der Liste der Notizen hervorgehoben. Sehr schön. Wir müssen dorthin lang. Was ist dieser Hebel hier? Können wir damit den Generator ein bisschen entlasten? Ist es so? Ich habe keine Ahnung. So, wir müssen zum Arsenal. Vielleicht können wir auch mal bei den... Warte mal. Eine kurze Knäppliche. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Hier vorne müssen wir nicht unbedingt Strom haben. Wir können auch einfach so machen. Ich denke jetzt, ja... Na, ja, dankeschön. Ich denke mir, ja... Der Generator hat ja nicht ewig Saft... Und da könnte man ja... Den könnte man ja hier besser einsetzen. Wo ich gerade lang laufe. So, in der Hoffnung. Hallo.
Komm mal auf! Ich bin hilfebedürftig! Lasst mich rein! Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Da drin ist bestimmt irgendwelche Kram. Irgendwelche Kram und Zeug. Ich hoffe, hier sind keine Ratten oder so. So. Ich hoffe, hier drin sind keine Ratten, sagt er. Kann ich hier dran vorbei, ohne mir irgendwie einen Schlag zu holen? Geht das? Bestimmt. Hallo? Hallo? Hier ist keiner. Das war richtig schön. Huch! Das war richtig schön scheiße. Ich dachte, die Kiste hält mehr aus. Verdammte Axt. So, hier drin ist schön Licht an. Wir könnten... Vielleicht sollte ich nicht so viel Lärm machen. Ich bin mir unsicher. Große Frage. Große Frage auch noch. Könnte ich... Oh, die Notiz. Da. Ich möchte da ran. Da ist aber nichts. Da ist noch ein Foto. Hier wäre ein Drehrad. Hier wäre ein Schraubenschlitz. Den kann ich doch da mit meinen spitzen Fingernchen, kann ich den doch hier durch den Schlitz durchwurschteln. Alter, hier ist Stoff. Hier ist super viel Kram und Zeug. Warum zum Henker? Der braucht das nicht mehr. Ich brauch das. Wir müssen jetzt von jedem, ja, wir müssen eine Gasmaske. Wir müssen jetzt von jedem wahrscheinlich. Hier sind Revolverkugeln. Da ist ein bisschen Struppe. Ich wollte umdrehen. 3772. Von Herrn Naval. Haben wir den hier? Da ist er. Ich. Ist doch der Richtige, oder? Warte. Laval, ja, 3772. Nein. So, 3 7 7, nee, andere Richtung, 2. So, wir kriegen eine Gasmaske. Ich habe keine Ahnung, wozu wir die brauchen. Mit X, das merke ich mir bestimmt nicht. Ich hätte gerne die Revolverkugeln gehabt. Aber nun ja. So, Notizen. Monsieur Frilou? Aha, okay, ja gut, ja, nee, das hatten wir jetzt schon. So, wir sollen einfach die andere Seite, quasi der Hundemagen, sollen wir natürlich nach irgendwelchen Codes natürlich durchsuchen. So, hier hätten wir noch was. Benzin und offenes Feuer. Warnung. Das Benzin für den Generator ist äußerst entzündlich. Entfachen Sie in der Nähe des Benzins kein Feuer. Geben Sie in der Nähe des Benzins keine Schüsse ab. Kommen Sie um Himmels Willen nicht einmal auf die Idee, in seiner Nähe zu rauchen. Lagern Sie es ausschließlich in robusten Metallkanistern. Glas zerbricht viel zu leicht. Falls Sie Benzin verschütten, wischen Sie umgehend den gesamten Bereich und entsorgen Sie die Lappen anschließend außerhalb des Bunkers. So, ausgezeichnet. Das hatten wir. Ja. Den hatten wir nicht hier und den hatten wir auch schon komplett. So, Fotos. Okay. Ist das ein Durchgang oder ist das ein Schrank, ein umgefallener? An einem Fass mit einem Holzbalken, da ist ein loses Gitter. Okay, schauen wir mal, ob wir das denn finden. Fass und loses Gitter. Hier könnten wir... Ich muss einfach mehr Lärm machen. Weißt du? Hier ist nichts drin. Mischt. Macht aber wirklich richtig Lärm hier. Alles macht Lärm. Alles ist richtig oll. Hier ist noch ein bisschen Benzin am Start. Wie sieht's denn eigentlich aus? Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt noch 25 Minuten. Und gefühlt sind die 25 Minuten wahrscheinlich eher 10 Minuten. So, komm hier, mach auf, das Ding. Dankeschön. Oh, eine Kugel! Wir haben eine Kugel gefunden. Das ist ein Traum. Das ist ja wirklich ein Traum. Ich habe... Es ist wirklich nur eine Kugel gewesen. Es waren zwei Kugeln ab...
Kannst du gleich wieder wegstecken. Müssen wir nicht haben. Jetzt habe ich genug Munition, um mich zweimal selbst zu erschießen. So, sehr schön. Ich freue mich. Hier. Okay. Ich wollte hier eigentlich... Möchte ich hier lang? Das ist Lockdown. Okay. Okay. Hier war ja sonst nichts. Wir gucken mal hier. Ne, ist alles versperrt. Wir müssen an dem Rad drehen. Zum Glück ist das Rad da. Ich hoffe, das funktioniert auch. Es ist... Ach so. Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist ja diese Draht da, weißt du, weil... Ich geh mal. Weil, Hier hinten in dem einen Spind, da ist noch ein neues Rad drinne. Ist ein Traum. Ich freue mich. So, warte mal. Kombination haben wir nicht gefunden. Notizen. Irgendwas war gerade. Irgendwas ist aufgetaucht, aber hier ist sonst nichts. Schön. Sehr schön. So, wir müssen uns weiter auf die Suche machen. Das ist anscheinend hier erstmal eine Sackgasse. So. Ist noch irgendwie eine Notiz? Hier müssten wir ran. Delisle. J. Delisle. Da müssen wir ran. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Was ist das? Eine Leuchtfackel. Oh. Was haben wir hier? Okay, eine Gasgranate. Vielleicht hätten wir hier vorher noch mal ein bisschen... Nee, da ist nichts. Noch mal ein bisschen besser gucken müssen. Haben wir schön noch eine schöne Frikadelle irgendwie oder sowas in der Richtung? Ich glaube, nach so einem langen Krankenhausaufenthalt mit ein bisschen... Bisschen Koma hat man denn auch irgendwie schon ein Hüngerchen oder so. Bin mir unsicher, ob wir den denn irgendwie vertragen können. Ich mach mal hier aus, weil ich denke... Alter, ist das eklig. Warum ist das so scheiße eklig? Ah. So, ich brauche da an der Seite. Da muss ich was haben. So, das Ding ist an. Da hinten ist der andere. Da müssten wir da lang. Dann könnten wir doch jetzt hier... Ich bin mir unsicher. Hier, siehst du, 2 Minuten gespielt quasi. Schwuppdiwupp. Ich lasse es jetzt so. So, warte mal. Hier mal müsste ich mal Licht anmachen. Da machen wir mal Licht an. Da ist immer noch Lockdown. Haben wir hier... Das ist... Komplett Gas. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Das ist Notabschaltung. Da kommen wir nur wieder raus. Offiziersquartiere. Was ist das? Oh, Benzin. Mein Inventar ist voll. Ach. Kann ich die abwerfen? Kann ich mir die hier hinlegen? Zu der anderen Granate? Nein. Habe ich jetzt den Splint rausgezogen? Ich möchte die gerne fallen lassen. Kann ich die bitte gerne fallen lassen? Geht das? Ich bin mir unsicher. Es funktioniert, glaube ich, nicht. Ich werf die einfach da lang. Nee, warte. Ach, wie soll ich das tun? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. So, warte. Gasmaske. Ich dachte, die wäre wirklich so hier oben Inventar. Ach, Scheibenkleister. So. Das ist eine ganz tolle Gasmaske. So, die Lampe ist wichtig. Die Knarre ist wichtig. Die Leuchtfackel wäre auch wichtig. Die wäre auch super gegen irgendwelche Viechers, wenn man nur 2 Munition hat. 2 Schuss in der Knarre. Ich glaube, dann ist alles besser als irgendwas. So, oder wir holen mal das Lämpchen wieder raus. Wir machen mal hier an. Joubert.
zum Henker. Hier drin ist ein bisschen Licht. So, hier sind noch mal ein paar Fotos. Noch mal was Schönes zum Lesen. Da liegt, keine Ahnung was rum. Was ist das? Ein Holzteller? Ein zerknütteltes Stück? Mein Inventar ist voll, weil es ist Stoff, oder was? Es ist Stoff. Jetzt renne ich hier mit dieser Giftgasgranate durch die Gegend. So, hier ist noch mal was drin. Hier ist nichts. Da ist auch nichts drin. Hier ist noch ein Schränkchen. Das könnte man mal eben aufsperren. Ist wieder ein Schuss Munition drin. Dosenmilch. Da ist wieder lecker Dosenmilch. So, wir machen mal hier auf. Haben wir hier noch irgendwo was auf dem Tisch? Ich glaube nicht. Außer den Stoff und da hinten ist noch so ein bisschen Hels. Ich wünschte... Fallen lassen ist X. Genauso wie die Leuchtfackel. Ich lasse sie alles hier. Liegt alles so richtig gut da unter dem Tisch. Wir könnten hier... Warte. Fotos. Oh, das sind wirklich die römischen Tunnel. Was zum Henker? Okay, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. So, Notizen. Wir haben... Okay, Meldung zu den römischen Tunneln. So, Unteroffizier Joubert. Okay, an Major Fournier und Major Blanchet. Den Pionieren ist in unserem Lagerbereich ein Durchbruch in die alten römischen Tunnel gelungen. Wo kommen die her? Was machen die? Warum haben die Tunnel gebaut? Sehr merkwürdig hier. So, alles ist so, wie wir erwartet haben. Ihre bauliche Substanz ist in Ordnung. Sie sind tief und führen, obwohl ich, was diesen letzten Punkt angeht, offen gestanden skeptisch war, in Richtung der deutschen Linien. Bis September sollten wir soweit sein, dass wir aus den Tunneln heraus einen starken Vorstoß führen können. Vielleicht erwähnenswert, in den Tunneln haben wir Urnen, lateinische Texte und vieles mehr entdeckt. Wir werden unser Bestes tun, einige dieser Funde für die Nachwelt zu bewahren. Weitere Berichte folgen. So, Kriegsgefangene von Feldwebel V. Delphi? Ich habe keine Ahnung. So, an Major Fournier und Major Blanchet und andere. Seit dem Überfall gestern Abend sitzen etwa 20 deutsche Soldaten bei uns in Gefangenschaft. Sie gehören dem 4. Reservekorps der 2. Armee an. Unsere Zellen sind überfüllt. Ich empfehle, sie schnellstmöglich zu einer der rückwärtigen Sammelstellen abtransportieren. Mit einer Ausnahme, den Gefangenen Nummer 73014 möchte ich hier behalten. Vor seiner Gefangennahme hat er sich alle Hoheits- und Rangabzeichen von der Uniform gerissen, weswegen wir seinen Dienstgrad nicht kennen. Seit seiner Gefangennahme hat er kein einziges Wort gesagt. Ich vermute, dass es sich bei ihm um einen Offizier oder eine andere wichtige Person handeln könnte. Ich denke, dass wir seinen Willen brechen können, sobald wir ihn von seinen Männern getrennt haben. Bitte eine Rückmeldung. Okay, so, gut. Wir brauchen Hundemarken. Wir brauchen Hundemarken. Ich könnte jetzt nochmal das eine Hellsding mitnehmen. Das liegt da. Okay. Gut, ja, das ist ja hier hell erleuchtet. Ich glaube, das bleibt auch so. Wir könnten mal das Ding mitnehmen. So, sehr schön. Vielleicht haben wir denn einen Hit frei. So, was ist hier in diesem Schrank drin? Außer ich gleich. Ist wirklich so. Ich lass mal offen. Da ist ein schönes Loch. So, Blanchet. Wir suchen... Warum ist denn da ein rotes Kreuz? Da ist eine Granate. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, guten Tag. Kann ich den Zünder hier irgendwie entzündeln? Ich kann nur die Tür aufmachen. Ist ein Traum. Ist das eine Scheiße. So, hier könnten wir bei... Ah, das ist die Lounge. Sehr schön, sehr schön. Überall sind diese Spuren. Scheiße.
So, ein bisschen vorsichtig sein. Hier haben wir... augenscheinlich ist hier nichts. Man könnte natürlich hier so ein bisschen... alles so ein bisschen wegräumen. Ich habe Angst. Hier ist Werkzeug. Das ist ein Hammer. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Einmal. Reicht. Schnell raus. Wir könnten hier... hier kommt kein Strom an. Hier kommt nichts an. Delay. Ah, die Tür ist abgeschlossen. Kann man hier irgendwie rein? Der liegt da. Das ist die Marke. Hallo? Das ist die Marke. Ich brauche die Marke oben weiter. Das ist... ich freue mich. So, warte mal. Wie komme ich da rein? Da ist noch eine Granate. Da ist eine Tasche. Wie komme ich hier rein? Ist da irgendwo? Da ist nur ein Gang. Hier von nebenan komme ich da rein. Aber wie komme ich... von der Lounge? Hinter der Kiste hier? So, ich mache einfach... hier ist das! So, warte mal, komm hier. Hier, Freunde der Nacht. Hier hast du erstmal ein Fass. Könnt ihr die Flasche bitte mal aufhören, hier rumzurollen? Könnt ihr sie bitte mal aufhören? Holst die Flasche. Was? Du hast einen Gegenstand erhalten, der zur Herstellung weiterer Gegenstände verwendet werden kann. Nimm das andere Stoffteil auf. Und drücke Tab, um auf dein Inventar zuzugreifen und kombiniere die beiden Stoffteile, um einen Wundverband herzustellen. Aha, interessant. So, warte mal. Stoff? Was für ein Stoff? Hier ist kein Stoff. Hier ist Stoff, da ist Stoff. Drüben war Stoff. Hier ist kein Stoff. Hier ist nichts dergleichen. Wir haben einfach nur eine leere Flasche. Ich dachte, man könnte einen Molly damit machen oder so eine Scherze. So, das Ding könnten wir hier hinschieben. Müssten wir hier dran vorbei, an diesem sehr verrückten Brett, was hier irgendwie unbewegbar im Boden steckt. Ich hasse alles. So, komm hier. So, wir müssen hier das Ding abnehmen. Ich mach zu viel Lärm. Ich mach viel zu viel Lärm. Na komm. Ja, komm schon. So, sehr schön. So, ach, mein Freund. Wie geht's dir? Ist alles schön? Ist alles gut? So, Delail, 6714. Sehr schön. Habe ich mir aufgeschrieben, habe ich mir notiert. Kann ich hier noch was abgreifen? Ein bisschen Benzin könnte ich mir noch abgreifen. Warte. Wir lassen mal die Flasche liegen. Wir lassen mal die Flasche da. Wir nehmen ein bisschen Benzin mit. Wir nehmen diese Zeichnung mit. Da ist schon wieder irgendwas. Was ist das hier? Ach. Hier ist kein Strom. Die Flasche macht mich fertig. Die Flasche macht mich super fertig. So, wir haben hier noch eine schöne Tasche. Für weitere Gegenstände. Geil, mehr Inventarplatz. So, wir müssen nicht mehr wieder zurück in diesen... in den Gruselraum. Da müssen wir nicht wieder zurück. Wir könnten jetzt wieder zurückgehen. Ach so. Ich bin so doof. Die Giftgasgranate, da lag sie. So, Eau Claire. Was ist das denn? Eine 18? Eine 13? 13? 99? Ich hab keine Ahnung. Ich bin doof. Ich bin wirklich doof. Jetzt ist da oben alles verseucht. Obwohl ich vorhin gesagt habe, ach guck mal, da ist ja noch eine Granate. Was ist das hier? Hier ist noch ein Zettelchen. Hier bräuchten wir einen
Hier bräuchten wir einen Maulschlüssel, eine Zange. Ich habe keine Ahnung, irgendwas in der Art. So, die Lampe macht mich nur minimal fertig. Ich hoffe, da oben ist jetzt ein Giftgas weg. Schnuffbert scheint halbwegs nahe zu sein. Das Giftgas verzieht sich. Okay, gut, sonst hätten wir auch eine Gasmaske gehabt. So, ich muss jetzt nach links. Richtung Exit. So, einmal hier lang. Einmal dort lang. So. Nein, nein, ist alles gut. Alles schick. Alles geil. Ich sollte vielleicht mal im Generator mal wieder vorbeigucken und noch mal ein bisschen Benzin draufkippen, wa? Was ist das hier? Eine Granate. Mein Inventar ist voll. Tolle Wurst. Wir holen uns erstmal. Das Inventar ist wirklich voll. Ein Platz mehr. Ich dachte jetzt an zwei oder so. Es war eine riesige Tasche. Ich gehe erstmal zum Generator, oder? Gehe ich erstmal zum Generator? Ich bin mir unsicher. Wo ist der Generator? Vor allen Dingen, wo ist das Viech? So, warte mal. Wir gehen mal nochmal ganz kurz hier weiter. Eine Kleinigkeit. Hallo? So, warte mal. Ich speichere kurz mal. Sehr schön, vielen Dank. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr ist einfach stehen geblieben. Ist dann natürlich schön. So. Ich kipp einfach mal rein. So, sehr schön. Dann starten wir mal hier. Das Ding wieder. Der frisst aber auch. Irgendwie ist ja ein scheiß Job. Da würde ich Ohr einfach nur mit aufgerissenem Mund irgendwie da an der Ecke herumliegen. Die ganze Zeit hier irgendwie den Benzin ranbringen, irgendwie. So. Fortschritt wurde gespeichert. So, und dann nochmal einmal zurück. Oh Mann, ey. Es ist ja hoch. Nee, warum? Hä? Ich bin doof. Jetzt sind wir bei den Offizieren wieder. Muss ich nicht hier runter? Muss ich nicht da lang? Oh, da ist nochmal Sprit. Nehme ich mir gerne mit. Wir waren vorhin hier. Nee, ist falsche Abteilung hier. Das sollten wir lassen. Das sollten wir definitiv lassen. So, hier sind wir richtig. Hier ist das Licht aus. Natürlich auch ein bisschen käsig. Wo ist denn Delisle? So, Kombinationen. 67-14. Eau Claire können wir auch. 67-14. So. 67-14. So, da können wir jetzt hier. Ja, dankeschön. Machen wir einmal so. Eau Claire. Wo ist Eau Claire? Da. Hier ist Eau Claire. So, warte. Nee. So, dann haben wir den auch offen. Munition! Und, was ist das? Was ist das? Ein Erste-Hilfe-Paket. Okay. Man kann auch nur zwei Patronen mitnehmen. Ist doch echt. Man kann 8 Patronen haben. Wirklich? Das ist wirklich mies.
Das ist wirklich mies. So, Erste-Hilfe-Kasten. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Bis jetzt haben sich ja die kleinen Arschkrampen sehr wohlerzogen in den Schatten zurückgehalten, ja. Und uns nur so ein kleines bisschen, naja, so den Schrecken eingejagt. Aber mehr halt auch nicht. So, rin damit. Ausgezeichnet, richtig tief rein. Ah, herrlich. So, dann können wir jetzt mal schön oder ganz viel Krach mal hier das Ding aufmachen und dann... Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade die Demo von Amnesia the Bunker abgeschlossen. Erscheint schon, schon gleich quasi. Mit der Aufforderung natürlich das Spiel zur Wunschliste hinzuzufügen. So, ich würde sagen, Jumpscares haben wir nicht unbedingt bekommen. Es war, wie ich das immer so oft liebe, so diese richtig schöne, eklige Atmosphäre, dieses Grauen, was irgendwo unfassbar quasi, unsehbar irgendwo in der Dunkelheit lauert. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. So, das ist... Jetzt sehe ich gerade erstmal das Bild, was es sein soll. Alter, ist das... Oh, nee. Oh, ich glaube, das sind dann die Jumpscares, wenn dann irgendwelche komischen Viechers dann irgendwie aus den Wänden rauskrauchen und einen irgendwie dann schnappen. Ja, ist ein Traum. Ist wirklich ein Traum. So, leider schon wieder durchgespielt. Ja, das ist wieder die Dreiviertelstunde. Mein Schammer ist da. Tut mir leid. So, irgendwie halte ich mich nie dran. Irgendwann ist man dann so in dem Sog drin und dann muss man einfach durchziehen. So, ich hoffe, du begibst dich auch gleich mal zum Spiele-Dealer deines Vertrauens, lädst dir da auch mal die Demo runter und dann springst du mal hinein hier in den Bunker und probierst dich selber mal aus. So, und vielleicht setzt du das Spiel ja auch auf deine Wunschliste. So, ich hoffe, das angespielt hat dir gut gefallen, du hattest eine wunderbare Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.